Dies ist eine Botschaft aus der Tschechischen Republik. Genau wie im Falle der Bedrohung, dass Wilders in den Niederlanden gewählt worden wäre oder Le Pen in Frankreich, befindet sich auch die Tschechische Republik an einem Scheideweg. In Mitteleuropa erleben Europa und die Demokratie eine Krise. Auch in den tschechischen Wahlen wird entschieden werden, ob die Tschechische Republik den Weg der Ablehnung europäischer Werte und hin zu einem autoritären System zusammen mit Polen und Ungarn weitergehen wird oder ob sie den Bürgern zeigen will, dass es auch die Länder dieser Region, dass es auch für die Länder dieser Region besser ist, den Weg der gesamteuropäischen Zusammenarbeit und des Respektes für die geteilten Werte zu beschreiten. Als Favorit der tschechischen Wahlen gilt der Populist Andrej Babiš, Oligarch und autoritärer Mensch, dessen Erfolg auf Trump-ähnliche Rhetorik gründet, die sich gegen traditionelle Politiker und das Establishment richtet. Ebenso ist er ein Oligarch, Autokrat und Medienbesitzer, der die Meinung in der Tschechischen Republik manipuliert. Gegen ihn laufen polizeiliche Ermittlungen wegen rechtswidriger Nutzung von EU-Beihilfen und dennoch ist er weiterhin Kandidat für das Amt des Premierministers. Sein Wahlprogramm steht in direktem Widerspruch zu den Werten, die Pulse of Europe befördern möchte. Er lehnt eine weitere Stärkung der EU strikt ab. Seine gegenwärtigen Handlungen und Absichten gefährden die Justiz, das Vertrauen in das Recht, die persönliche Freiheit und die Pressefreiheit. Seine einzige Ideologie lautet: Wählt mich, wählt mich und ich werde alles regeln. Dies zerstört die tschechische Zivilgesellschaft und demotiviert die Bürger, irgendwelche Aktivitäten, eingeschlossen proeuropäische, auszuführen. Seine Medien befeuern die Angst vor Flüchtlingen und greifen die EU an, in der Absicht, von seinen Machenschaften abzulenken. Unglücklicherweise bekämpfen ihn die meisten etablierten Parteien nicht, indem sie ihm europäische Werte entgegensetzen, sondern ebenfalls mit Populismus. Populismus gegen Einigkeit, fremdenfeindlicher und nationalistischer Populismus, ultrakonservativer Populismus. Wahrhaftig proeuropäische und demokratische Parteien bangen bei dieser Wahl sehr um ihren Einzug ins Parlament. Wir denken, dass in der EU diese tschechische Situation, die der EU nicht dienlich ist, nicht ausreichend verstanden wird. Daher hoffen wir darauf, dass die Mitglieder und Unterstützer von Pulse of Europe an der tschechischen Situation interessiert sind, sich Informationen einholen werden und anderen warnend ins Bewusstsein bringen werden, welch schleichende Gefahr der EU hier droht. Wir bitten euch freundlich darum und vertrauen darauf, dass ihr bald erkennen werdet, dass es notwendig ist, auch tschechische Bürger für die anstehenden Wahlen zu motivieren, so wie es Pulse of Europe bereits gelungen ist, dies für andere Länder zu bewerkstelligen. Let's be the Pulse of Europe. Tomáš Pečenský vom Pulse of Europe der Tschechischen Republik.